Hallöchen, liebe Freunde. Weiter geht's mit dem Crash-Piloten hier. Vielleicht hätte ich mich hier auch Crash-Pilot nennen sollen. So, Rennklasse Fortune. Der Sunday Gem Racing Cup. Ah, das passt ja, weil ich hoffe, dass dieses Video... Na, hoffe. Ich sag mal, es könnte sein, dass dieses Video an einem Sonntag läuft, weil ich im Moment gerade Probleme mit der anderen Serie habe, mit den Unstoppable Quark, so heißt sie. Naja, schauen wir mal. Aha, das ist eins aus 5 Rennen. Muss ich mal auf die Uhr gucken, weil das könnte dann wieder sehr lange dauern. Gut, wir haben wieder unser Auto, was wir gerade schon gefahren sind, schon die letzten 2 Runden. Was noch eigentlich relativ schnell ist, sich nicht so unglaublich gut im Fahrverhalten verhält, aber ja, man konnte damit umgehen, ne? So. Ich muss sagen, also ich habe schon ein paar gehabt, an denen, also die anderen 2 Aufnahmen habe ich, die letzte 2 habe ich auch heute gemacht, also ich habe schon ein paar gehabt, an denen ich schlechter gefahren bin als heute. Weil ich mich trotzdem nicht als guten Fahrer bezeichne, keine Sorge. Keine Sorge. Durch die 2 da vorne an, die sind schon wieder so weit weg. Ihr kennt die Ecke. Das ist Forstfahrzeug Nummer 1, oder wie nennen wir es jetzt? Also mein Lieblings, ich bleib leben, Forstfahrzeug. Irgendwie wird hier aber ganz schön Staub vor mir aufgewirbelt. Was machen die denn da? Da fliegt die. Habt ihr das gesehen? Da kam die Oberleitung runter. Was fahren die 2 sich denn da vorne zusammen? Also, so ein Schrott, das würde mir ja niemals passieren. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall, oder? Das. Eigentlich war das ja nicht so schlecht, als Dritter die erste Runde zu beenden, aber. Was habe ich jetzt angefahren? Habe ich jetzt irgendwie das Campingfahrzeug da angefahren gehabt? Oder was war das? Ist jetzt gerade das Auto vor mir gar nicht mehr so weit weg, wie es vorhin mal war. So, und jetzt kommt wieder mein Lieblingsforstfahrzeug. Ups, wie man sieht, ich habe zwar den einen geschrottet, aber mich selber da rein, aber dabei glaube ich gar nicht so viel Zeit verloren. So, und ich wette, vor mir ist wieder Leibing, kann das sein? Was fährt die denn? Die fährt aber geradewegs durchs Gemüse. Ich bemühe mich hier schön so halbwegs Ideallinie zu fahren. Und sie oder er? Komm, ich nehme auch mal eine mit. So. Ja. Yeah. Ah, ich habe es gerade gesehen. Die Kurven haben schon mal Namen, ne? Edna Kotik. Habe ich das gerade richtig gesehen? Tote Drogenkurve. So, was haben wir denn da für ein Auto? Das ist doch gar nicht. Das ist der Walker. Ah, das ist der Walker. Das ist gar nicht Leibing. Wobei der Walker, der ist auch ganz gut gefahren. Also muss man einen lassen. So, und wenn ich hier nirgends reinfahre, dann kriege ich auch kein Nitro. Ich glaube, so gut bin ich die Kurve. Also eigentlich so gut bin ich die Kurve noch nie gefahren. Wobei die Runde vorher mit sich anlehnen und ein anderes Auto mitreißen, ja, effektiver war, sage ich mal noch. Nicht besser, aber effektiver. So, ist das jetzt hier schon Start und Ziel? Ja, und na, welch ein Glück, dass da gerade das Ziel war, sonst wäre es schwierig gewesen. So, 1.03 und der nächste hat 1.06 als Rundenzeit, so 4. Aha. So, jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck. Mhm. Jo. Gut. War ja nicht so schlecht. So, wenn wir das alles in einer Aufnahme schaffen wollen, 5 Rennen, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Weil sonst wird mir das zu lang.
Das wird wahrscheinlich eh schon, wenn ich das alles zusammenschneide, wenn das wieder. Oh, wo war ja das jetzt? Dann wären das ja 20 Minuten. Sehen, wo es lang ging. Deswegen. So. Ja, ja. Ach, ach, Schande. Ah. Ja, das ist ja nun ganz toll hier. Was ist denn? Ah, ja, ja. Seht ihr das hier? Was ist das denn? Das sind ja die ersten schon meilenweit weg. Ah, nee. Boah, was habe ich denn hier? Dabei habe ich da bestimmt 15 Sekunden verloren. Na, das war jetzt aber irgendwie nicht so. Und da kann ich nicht wirklich so richtig viel für. Hopp! Oh oh. Sollte man das mit so einem Auto machen? Oh, ich habe jetzt schon wieder ganz viel Nitro. Dann brauche ich, glaube ich, da gar nicht mehr drüber. Fahren. So, und so, sind wir achter Platz. Achter Platz und die vor mir sind überhaupt nicht mehr zu sehen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Aber ist klar, wenn sich die letzten fünf da oder so hinten total aufgehalten haben, hier in diesem Schrottteil. Aha, ups, einer kommt auch von der rechten Seite. Ja, wenigstens ein bisschen Nitro. So, wenn ich da hinten rüber fahre und nicht gleich wieder runterfalle, wie ich das schon ein paar Mal gemacht habe, in irgendwelchen anderen Rennen, dann gibt das auch Nitro. So, was haben wir denn da? Haben wir einen. So, den haben wir. Da vorne ist noch einer, ne? Und da. So, ist das eigentlich schon hier gleich Ende der Runde? Nee, das war erst der Anfang, ne? Ah, jetzt haben wir ja wieder diesen hier. So. Vorne ist noch einer. Sollen wir mal den Sprung nicht riskieren hier? Weil ich eigentlich durch, ich wollte gerade sagen, gute fahrisches Können den hier überholen will und nicht durch irgendwelches Nitro-Geraffel. Aber ich muss den noch ganz schnell so. Dritter Platz! Jawohl! Naja. Mhm. Und wieder klare Rundenbestzeit. Naja, dafür, dass ich am Anfang so viele Sekunden verloren habe, war das gar nicht so schlecht. Schnellste Runde. 1000. Oh, ich bin insgesamt Erster. Nur sowas. Naja, gut, nach zwei Rennen. So. Erstmal hier rammen, weil das gibt ein bisschen Mini-Nitro. So, das müsste auch wieder ein bisschen Mini-Nitro geben. So, ich kann wieder mal nichts sehen hier. Ah ja, hier haben wir wieder unseren schönen Hop. In zwei Autos reingefahren, aber leider die Autos nicht platt gemacht. Das wäre mir ja viel lieber gewesen, ne? Als nur mal hinten reinfahren. So, dann wie geht's jetzt nach vorne? Guck mal, der Rote, das ist, glaube ich, Albin, ne? Und der ist da direkt vor mir. Sophia Martinez. Hopp. Da hinten. Duran ist Schrott.
So, wie viele Runden haben wir hier denn? Wir haben auch wieder nur 3 Runden. Jo, so. So, mal schnell vorbeiziehen, aber vorbeiziehen nützt natürlich auch nur was, wenn man auf der Strecke bleibt. Und wenn man nicht auf der Strecke bleibt, bringt es natürlich nur halb so viel. So. Ups. Mach nicht so einen Dreck da, Leibing. Ich sehe ja gar nichts. Bah. Nicht gerade. Ah, das Ding fährt doch in die völlig falsche Richtung. Jetzt habe ich echt in die andere Richtung gelenkt. So, war das schon die letzte Runde oder kommt jetzt die letzte? Sechster Platz. Also, Leibing wird sich das Brot, das komme ich noch nicht mal mehr hier. So. Oh! Kann ich noch nicht mal mehr geradeaus reden. Zack. So. Mit einem eleganten Manöver fahren wir einfach mal vorbei. Jetzt sind wir schon wieder Dritter. So, wen haben wir denn hier? Martinez oder Walker? Ach, knapp vorbei. Guckt euch das an. Wie viel habe ich? Eine Zehntel bin ich zu langsam. Hinter Jack Benton. Ja. Hm. Also ich muss hier übrigens trinken, weil es ist gerade Sommer, ne? Habt ihr ja vielleicht auch mitgekriegt. Leider ist er gleich wieder vorbei, der Sommer, aber nun gut. So, 900 Kröten. Insgesamt Zweiter ist okay. Erster, Dritter ist okay. So. Ah, jetzt sind wir wieder auf der Rennstrecke. Ich weiß gar nicht, wo ich vorhin am besten war in der Stadt. War ich, glaube ich, am besten, ne? Ja. Das ist genau wieder das Problem hier. Dass wir da zwei im Weg fahren. Den da muss ich gerade aufpassen, dass der hopp, dass der mir nicht in die Quere kommt, so wie dieses Viech da gerade, und ich dann wieder Scheiben Honig. So, und diesen hier. So. Also das mit den Bordsteinen mitnehmen, das ist hier auch nicht ganz so gut und brennt. Was ist denn das? Hab ich das gesehen? Hier ist ja plötzlich ganz... Was machst du denn hier? Kannst du mir das mal sagen? Wieso willst du dich denn eigentlich auf meine Seite drängen hier? Bleib auf deiner... So. Genau. Nicht gerade der der Benton. Das war die Kurve, in der ich vorhin total kleben geblieben bin. So, sind wir jetzt Runde 2. Das ist das Ziel, kann das sein? Oder hier? Weiß nicht. Recht. Wie ist das lieb? Bing, Leibing, nee, Jackson. So. Wunderbar. Und jetzt habe ich wieder alles kaputt gemacht, nur indem ich zwei andere rausgeschossen habe. Ja. Aber. Bisschen crashen müssen wir ja auch. Und eigentlich bin ich heute ja viel zu gut gefahren bisher. So, ist das jetzt eigentlich schon fertig, oder? Nö. Jetzt kommt wahrscheinlich erst dritte Runde. Oh, mit quietschenden Reifen. Mit quietschenden Reifen. Und hopp. Erstmal, dass ich hier nicht gegenlenken muss.
So. Oh. Habt ihr das gesehen? Ich hab's echt probiert, da noch auszuweichen. Und dann fährt der Trottel mir so in die Seite. Was heißt Trottel? Da probiert er auch nur das Beste. Aber das Beste für sich und nicht das Beste für mich. So, wo ist denn das Auto vor mir? Ich kann kein Auto. Ach, ganz da vorne. Da war schon in der nächsten Kurve. Also besser als Vierter wird schwierig für mich diesmal. Nicht zu sagen, ich muss gucken, dass ich überhaupt Vierter werde. Ich kann nämlich auch schon wieder einen hinter mir hören. Oh oh. Oh oh. Ah. War's das schon? War's das schon? Vierter Platz. So, und wie war das? Ja, ja, das ist keine Sekunde hinter mir, der Louis Duran. Und Leibing hat wieder gewonnen. Ja, ja, wer auch sonst. Mhm. Mhm, Blastmaster. Blastmaster bin ich geworden. Flam, Mikro. Zweiter Platz. Uiuiui, guckt euch das an. 8 Punkte Vorsprung. Aber 9 hinter der Leibing. Also wahrscheinlich ist es schon egal, was ich jetzt mache. Ich werde am Ende... Das war ich Zweiter, war ich, ne? Werde ich Zweiter werden. Das ist, ja... Also dann... Man soll sich ja auch immer noch eine Steigerung übrig lassen. Und wenn ich das Ganze dann vielleicht nochmal fahre, so ohne euch, ohne Publikum, dann kann ich mir ja überlegen. Was überlegen? Naja, da ist doch schon wieder ein Auto vor mir. Ah! Nee, 11. Platz. Irgendein Erfolg freigeschaltet. Windschutzscheiben-Tester. Was war denn das? Da ist mir schon wieder einer. Den habe ich überhaupt nicht gesehen, wo der jetzt herkam. Ach ja, und ich weiß gar nicht mal, was ich jetzt vorher erzählt hatte. Was hatte ich denn vorher erzählt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, was ich vorher erzählt habe. Jetzt habe ich gedacht, ich habe den auch noch. So. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Kollegen, auf Wiedersehen. Ach, jetzt fahren wir wieder hier durch unser Einkaufszentrum, ne? Ja. Und ich glaube, ich weiß, was ich sagen wollte, dass ich da an der, in dem Tunnel fast an einem, an einer Verstrebung kleben geblieben bin. So wie man hier im Einkaufszentrum auch kleben bleiben kann. Ja, verzieh dich. Mach Platz. So. Hast jetzt davon. Das war jetzt Absicht. Und mich so hier überhaupt nicht durchlässt. So, Runde 2 von 3. Ihr habt das gesehen. Da war nämlich gerade so die Verstrebung an der Seite. Und da ist auch eins. Ui, wenn man da nämlich kleben bleibt, ich glaube, die kann man nicht über den Haufen fahren. So. Ist gerade mein Rad abgehoben, deswegen war das mit dem Lenken plötzlich etwas schwierig. Hey, das war jetzt auch wieder genau andersrum gedacht. Ah, und jetzt gebe ich wieder alles her. Eieieiei. 9. Platz, das gibt noch nicht mal Punkte. Das gibt noch nicht mal Punkte. Und können wir den noch... Oh. Jetzt habe ich mich selber rausbefördert. Ich wollte doch eigentlich den anderen, aber vielleicht habe ich den anderen auch kaputt gefahren. Aber gesehen habe ich jetzt nichts, dass da irgendwas angezeigt worden wäre. 8. Platz. So, und da fahren wir auch mal voll hinten drauf. Der Pustekuchen. So, hier. Die Säulen, die sollte man, glaube ich, auch nicht mitnehmen. Ja, eigentlich wollte ich diesem Auto da auch hinten drauf fahren, aber das Auto hat sich irgendwie weggekippt. Gesehen, ne? Das wollte nicht platt gefahren werden, aber das Auto vor mir will platt gefahren werden. Wieder gesehen. So, Rundenzeit. Hier, da. Die
meinte ich. Diese Verstrebungen da. So, egal. Full Speed. Hopp, zack. Wunderbar, diese Leitplanke. Und Leibing? Ja, Leibing. Also da hilft nur kaputtfahren. Und zwar Leibing, nicht mich. Aber das wird schwierig. Das wird schwierig, weil die ist irgendwie... Sie gut und ihr Auto scheint auch nicht so langsam zu sein. So. Wo sind wir denn jetzt? Und... Ja, eigentlich wollte ich sie ein bisschen mehr drehen als nur das. So, aber egal. Ich glaube, ja, ich habe gewonnen. Jo, vor Leibing. Und guckt euch das an. Meine schnellste Runde ist 10 Sekunden schneller als Leibing. Und Leibing ist zweitschnellste. Jo. Also, ja, ich bin schon schlechter gefahren als heute, würde ich mal sagen. So, 2800 Spitzenfahrerbonus, rausgecrashed, Superflip, Slam. Also, ich glaube, kriegt man den Spitzenfahrerbonus jedes Mal, wenn man dann auf den ersten Platz vorgerutscht ist. Naja, guckt euch das an. Leibing hat 44 Punkte und der dritte hat 22, das ist nur die Hälfte. So, Pokal, hurra, hurra. Figure of Eight. Noch eins freigeschaltet. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal spielen wir dann diese ganzen kleinen Teile, die wir uns da freigeschaltet haben. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon ein bisschen darauf. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.